Es geht ab, Leute, Team Bubble hier. Heute wieder mal mit einem Case Opening und zwar von New Challenger. Ich habe mir heute gedacht, mach mir ein Gewinnspiel. Also zuerst hatte ich es mit der Secret Rare geplant, aber ja, dafür habe ich doch nicht die Eier. Und zwar könnt ihr die letzte Super Rare, die ich ziehe, gewinnen. Dafür müsst ihr einfach Abonnent sein und unsere Facebook-Seite liken und dort halt schreiben. Also der Seite schreiben, welche Super Rare es war. Und unter allen, die geschrieben haben, wird halt die Karte verlost. Ja, fangen wir gleich an. So, fangen wir mal an. Ich habe die ganzen Booster schon geöffnet, also ein bisschen Zeit zu sparen. Müssen wir die Lage checken. Position. Fluffle, Super Heavy, Command. Nix, Satellite. So, nix. Spider, Strike of the Monarchs, Tower. Sonst nichts. Vergiss nicht das Gewinnspiel. Die letzte Super Rare, die ich ziehe. Ansonsten werde ich, glaube ich, irgendwo einblenden, welche Karten ich alles ziehen will. Dann können wir mal schauen, ob ich das auch tun werden. Aber Denko Secker. Sonst noch nichts. XYZ Change Tactics. Ultra Rare. Ah, Sabok. Diese scheiß Monarchen verfolgen mich überall. Ich sehe hier mal. Goalkeeper. Und nochmal diese andere Strand. Wieder die. Sonst nichts. Der Drum Muscle. Secret Rare versteckt sich wieder mal hinten, so wie immer. Super Rare. First Movement Solo. Back Rebellion. Geh mal
Review, wie du schon gesagt hast. Also ich finde den nicht so gut, aber... Aber jetzt... Ich brauche nicht so... Von Herald gezogen und... Überraschendes in dem Set. Wieder Goldkeeper. Letztes Booster. First of the Dragons. Naja. Yangzing, aber der schlechte. Hoffentlich sieht besser als bei den letzten paar Openings. Wer die gesehen hat, weiß, wie schlecht ich gezogen habe. Ultra Rare. Ach, was ist das, Mann? Okay, wenn eine Scheißkarte, die so schlecht war, dass ich sie nicht mal kannte, wo ich das Set reviewed habe. Wieder der. Nochmal Maki, ne? Nichts. Das Felix Super. Erste Grillfahrtkarte. Bisschen mehr wert, bisschen 9. Topic Dragon. Sieht der. Eher schlecht, würde ich sagen. Also, mein Reboot habe ich ja gesagt, dass das die schlechteste ist, aber. Wisst ihr, wie die Preise gehen, ist diese Feuerfusion, die am wenigsten geht. Der geht dann am zweitwenigsten. Der gute Yangzing. Gute Yang. Nix. Wieder nichts. Ich sehe schon was. Carrier, super. Waffle Dog. Konami hat auch keine Idee mehr für neue Karten. Edge M Saber. Nochmal Türme. Vielleicht ist das eine von diesen Rares, die ein bisschen mehr was mehr geht. Und letztes Booster. Nichts. Gibt es das Spiel?
Nur mal ein bisschen schneller. So, was ziehen. Wieder dieser Hund. Tuner. Nicht schlecht. Kerl. Kerl. Schnagge. Und noch ein Denkersenker. Denkersenker. Schade. Wieder diese Dragon. Schachtel-Eule. Und Helix. Langsam kommt das Keeper-Deck zusammen. Nichts. Wieder nichts. Ich sehe schon irgendwas glitzern. Rescue Hamster. Bin gespannt, ob der was kann. Nochmal Shell und sonst nichts. Aces of Drank Sword. Langsam. Oh nein, die Promo. Türme und die Booster Promo. Right foot bear. So. Ja, ein Ultra Rare, ich sehe schon. Sabok. Sabok, der Hund. Ist das Booster? Wollte weglaufen, das Booster? Nichts. Es geht direkt weiter. Ich bin Nummer 4. UA Mittelfeld. Sie sehen ganz cool aus, diese Waves. Ich weiß nicht, ob die irgendwas können. Schlechter Yang sehen. Thunder Knight Sirius. Nichts. Oh, Ultra Rare. T-Pot Ultra Rare. Nicht schlecht. Nehme ich mal an. Ich kenne die Weise noch nicht. Nichts.
Wieder der Promo-Typ. Promos sind richtig schlecht geworden. Also früher gab es Tengu und sowas. Jetzt gibt es so Vanilla-Monster. Secret Rare. Keyboard Disc. Ich glaube, das ist der beste, den man ziehen kann. Aber da bin ich mir auch gerade nicht sicher. Vom Preis her. Ich hoffe es mal. Nochmal Carrier. Also das Deck kommt echt langsam zusammen. Shell. Wieder Karten braucht. Unten ist ein Link zu unserem TCG Market Account. Und ja. Für alle, die es nicht wissen, also wenn man unter der Hand was kaufen will, gibt es 5% Rabatt. Also kann ich euch 5% geben, weil die würde eh Market bekommen, also ist mir ist egal. Ihr müsst ihr wissen, ob es sich für euch lohnt, nochmal einen Nurse Gamster für 5% dann sozusagen mir zu vertrauen. Weil das dann unter der Hand ist, ohne Garantie. Helix. Sirius. Und nicht mal Zeit für eine Ultimate-Rose. Oh, kaum gesagt und schon ist sie da. Satana Natürlich. Mit Ansage, Leute. Weiter geht's. Gerade mit Ansage eine Ultimate gezogen. Und noch eine, gleich hinterher. Ja, sie, Evil of the Young gesehen. Fängt schon mal gut an. Schon wieder dieser eine. Ich glaube, der ist scheiße. Kerl, schon wieder. Und Ultra Zitella nicht. Nicht schlecht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Weiß nicht, was ich hier aufmachen soll. Also, schreibt es in die Kommentare, wie ich sie so aufmachen soll. Also hintereinander, dass man alle Karten sehen kann. Oder halt. Meine Lieblingstechnik so aufhalten. Oder einfach nur direkt nach der Holo. Die kommen dann, egal. So, Secret Rare Virgil. Nice. Nicht schlecht.
Ich hab zuerst das Weiße gesehen, also. Das kann ja dann immer noch dieser Yazi Yang Sing Typ sein. Und zum Glück war es Virgil. First Move mit Solo. Noch eine Shell. Oh ja, die ist Fire Lake. Das ist eine der besten Superheroes, die man ziehen kann. Das war ein gutes Display. You are Goalkeeper. Booster und es ist leider nichts mehr. Nächstes Display. Wir haben endlich die Hälfte geschafft. Die ersten drei Displays oder so macht es ja noch Spaß, aber danach wird schon anstrengend. Nichts. Sollen wir checken, ob ich auf dem Bild bin? Das, was kann das sein? Perfekt. Keeper of the Scout. Das sollte werden. Ich habe gerade kurz, wo ich dieses Pendulum den gesehen habe, dran gedacht, dass es vielleicht die Ding ist. Die Promo wieder. Als Promo ist sie ja Ultra Rare, deswegen. Den Booster sie ja super. Total vergessen. Zwei davon und das Deck ist ready. Ah, Ultra Red. Na, super. Secret Rare. Noch eine Chicken Nugget. Auf jeden Fall besser als der Feuer, soweit ich das beurteilen kann. Ich meine, noch ein Virgil wäre natürlich geil, aber ich kann nicht alles haben. Topia irgendwas. Herald wahrscheinlich. Ja. So, wenn ich von dem Fehler-Ding, Herald-Ding, letzten Booster abschätze, vergleiche, ist wahrscheinlich nicht viel weggehen. 2-3 Euro. Und mal schauen. Feierlegt nochmal. Nicht schlecht. Es gibt ja in jedem Case immer ein Display, das zwei Secret drin hat. Vielleicht kriege ich mal eins mit zwei World. Wer weiß. Noch ein Ultimate.
Dark Rebellion. So, 3 Ultimates, das ist schlecht. Ich glaube, ich habe die letzten 2 Cases. Shadow Fusion noch nicht schlecht. Gutes Spur. 2 letzten 2 Cases. 1 oder 2 Ultimates gezogen. Oder vielleicht labe ich auch nur gerade total Bullshit. Die letzten paar Displays waren nicht schlecht, also kann man nicht klagen. Jetzt kommt Display Nummer 7. Ja. Enttäuschend. Da sagt man, dass man nicht klagen kann und dann zieht man so einen Müll. Überfusion, schlecht. Achso, ne. Yeah. Hab ich schon irgendwie. Ultimate Chikinaga. Oh. Ultimate Chikinaga oder so. Mein Herald. Den mal wieder. Ist auch relativ selten. Im Vergleich zu dem anderen, den ich ständig ziehe. Ultimate. Noch ein Subtella Knight. Schon meine. Wie viel ist das? 4. glaube ich, Ultimate. 3. oder 4. Läuft. Tower. Machina Megaform. Mir fällt gerade eine Story ein. So, war ich ja in Wien, Spielraum und so. Falls ihr das kennt. Und hatten manche Booster immer eine Karte verkehrt rum. Und viele haben halt geglaubt, dass Spielraum die Booster öffnet. Und dann dazu schweißt. Ich kann dazu nichts sagen. Felix, so dass ich jetzt von den letzten 5 Editionen oder so jeweils ein Case geholt habe und kein einziges Mal eine Karte verkehrt rum drin hatte. Ist das ja, der gute Yangzhen? Sehr ganz gutes Display, abgesehen von der Secret Rare. Ich glaube, ich bin noch auf dem Bild. Mal Türmen. So oft wie ich die sehe, wird die bestimmt nicht hier. First Dragon. Survival was super. Wie gesagt, wer alles Interesse hat. Ah, das ist die zweite Secret Rare. Jetzt gleich die erste natürlich wieder aus so einem Scolding. Interessante Karte also. Meine Freunde und ich diskutieren schon die ganze Zeit, ob die Karte das kann. Ja, erzählt mir meine dazu einfach in die Kommentare. Wir mal ein bisschen schneller. Ich muss auch kurz wollen, deswegen. Scheiß Promo. Ich hab noch was ausgemacht, weil ich nicht erwartet, dass das Case heute noch ankommt.
sehe ich auch ziemlich oft. Hoffentlich kann der was. Hoffentlich spielt man den. Für 39. Ist ja nichts Wendenswertes in dem Set. Bis gleich. So. Ultra rare. Oh, dieser Satellite. Nicht, dass er nichts geht, weil ich ihn so oft ziehe. Secret Rare Disc. Bin zufrieden damit. Hätte schlechter sein können. Mal den Scout wäre nicht schlecht. First Movement Solo. Fluffy Dog. Ghost Rare, Dark Rebellion. So, ich glaube, es gibt eh nur den Ghost Rare. So. Ich will keine falsche Hoffnung machen. Und eine Ultra Rare. Ja. Jedes Mal, wenn ich die ziehe, hätte es auch ein Scout sein können. Täuschen. Und von 8 ist bisher, ich habe nur einen Scout gezogen. Mangelhaft. Neuntes Display. So. Wieder alles. Nicht zu viel. Ich hab grad, na gut, weiter geht's. Kurze Unterbrechung, ich wurde gerade angerufen. Wie ich gerade sagen wollte, war, dass ich gerade die zwei letzten Naruto-Chapter gelesen habe, bevor das Case ankam. Ich habe noch keine Meinung dazu. Als ich das gelesen habe, dann. Wenn ihr Meinung loswerden wollt, geht mal in die Kommentare. Secret Rare. Dark Rebellion. Ich hab noch nicht den eingezogen. Feuerfusion. Shadow. Okay, ja. Noch ein paar Dinge, Scouts müssen wir auch noch ziehen. Ein paar Scouts. Wir versuchen den Feuer zu vermeiden. Das ist unser Ziel. Schlechter Yangtze. Vielleicht sollte ich auch hier einen schlechten Yangtze zu nennen, damit ich ihn losbekomme.
Das hat kein Interesse an ihm, wenn ich ihn die ganze Zeit schlechter hier singen will. Der Feilig. Nice. Die Vision können wir auch noch eine ziehen. Ansonsten ja. Nur die Scouts. Nichts bisher. Kein Notfallrust bisher in dem Set, oder? Nee. Nur Superrust und eine Secret Rare. Noch eine Super Rare. Das heißt, die Klassenmonster müssen jetzt dann noch kommen. Ultimate. Black Rebellion. Die Shadow Ultra Zauberkarte können wir auch noch gebrauchen. Können wir auch noch ein paar Mal ziehen. Das ist wirklich eins Display ohne Ultra Rares. Ne, da ist ein guter Shadow. Umsehen. Zehnte Sister. Was wir noch wollen. Die Creeper Zauberkarte und Scout. Und Shadow Fusion. Da ist er. Endlich. Ich erinnere mich noch an das Set, wo die deutsche Magline rausgekommen ist. Habe ich, glaube ich, auch nur Zeug gezogen. Mein Kumpel auch. Und dann ganz okay. Ich glaube sogar nur eine. Ich weiß. Bin mir nicht mehr sicher. Noch und das Deck wird komplett, glaube ich. Das ist so die Fusion. Fast alles, was wir jetzt erwischt hatten. Haben wir die Ultra Rare Zauberkarte. Helix. Ich hoffe mal, da geht was. Ultimate, oder? Ne. Sah ganz kurz so aus wegen dem Licht. Spur. Mal Machina. Noch von den Secret Rares her. Secret Rares her wäre noch ein Virginize. Irgendein Ultimate. Schickenage. Mengen Ultimates in dem Case. Schlecht. Echt nicht schlecht. Spur. Ein Rescue Hamster. Versteckt sich wieder mal. Den letzten paar Boostern.
Boxen 3. Machen wir es mal spannend. Nein. Letzten 2. So, nehmen wir mal als Golding. Naja. Und mein Denkersäcke. Also bisher ist diese Keeper Zauberkarte sogar ultra rare. Sogar noch seltener als Scout Tool. Ultra rare Stellar Knight. Also von dem habe ich echt viele gezogen. Ich wundere mich ein bisschen, dass da vielleicht nichts geht. Vorletzte Disse und wir haben immer noch nicht den Feuer-Secret gezogen. Der Punkt vom Preis her halt der schlechteste ist. Also. Vielleicht haben wir mal Glück und ziehen den nicht. Wäre noch richtig was gekommen. Ein Virgil. Also, jetzt wollen wir noch ein Shot gesund, glaube ich. Die Ultra Rare Zauberkarte für Peaport, ein Scout und ein Virgil. Das hätte ein Asher der Fusion sein können. Scheiß Utopia. Scheiße, Ultra Rare, man. Das hätte ein Scout sein können. Oder die Zauberkarte. Das Display war enttäuschend. Wenn jetzt euch noch irgendwie so ein Virgil oder so kommt. Ah, Scout. Oder der. Oder der. Booster. Keine Erwartungen. Ja. So Leute, letztes Display. Was wollen wir haben? Die Creeper Zauberkarte Ultra und Virgil. Und Shadow Fusion, die drei Karten. Verdirbt alles. Vergesse ich das Gewinnspiel. Skiumster. Shell.
ein Virgil kommen. Virgil! Ultra Rare. Ah, den habe ich auch total vergessen. Den kann man auch ziehen. Und den habe ich auch nur zweimal gezogen. Also. Auch richtig selten. Scout habe ich drei, das weiß ich, ein Face Set, den zweimal. Oh nein. Nein, ist der Feuertyp. Oh mein Gott. Naja. Wenigstens die Shutterfusion. Ich hatte gehofft, dass wir den Feuertypen weichen können. Aber vielleicht findet irgendein verrückter ein krasses Deck mit den Feuertypen. Feuerelementen und dann steigt er. Weiß nicht. Super Carrier. Den habe ich bestimmt schon genug. Letzte Hoffnung ist die Ultra Rare. Eine müsste noch drin sein. Der nicht so schlechte Yangtze. Kommt da noch was, Leute? Sieht mager aus. Vielleicht noch eine zweite Secret Rare? Ne, was ist das? Carrier. Es kommt auf das letzte wieder mal an. Ich hoffe, euch hat das Case Opening gefallen. Hat Spaß gemacht. Ich finde es spannend. Nichts. Das war's. Wie immer, hinterlasst einen Kommentar, Like, Subscribe. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Ciao.